Wunderschönen guten Morgen. Also, eigentlich guten Abend. Ah ja, stimmt. Ich wollte eigentlich ja was schauen gehen. Au. Und zwar, ob man da jetzt aktuell drüber kommen. Ich glaube aber noch nicht, ne? Ich bin komplett lost, ne? Randkleben, Wiesenkleben, da haben wir eigentlich alles. Ich dachte, wir sind schlafen gegangen, aber nö, sind wir nicht. Ich kann ja im Grunde genommen überall bauen, oder? Pass mal auf, ich komme da ja noch nicht drüber. Ich weiß jetzt nicht, ob das gewollt ist, dass man da noch nicht drüber kommt. Könnte halt auch gut sein, dass storytechnisch erst noch was dazukommt, ne? Wir sind halt noch im Early Access. Aber au. Mich würde es halt trotzdem interessieren, ob ich da irgendwo... Ich würde halt hier gern hoch. Und ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie hochkomme, damit ich da mal drüber gucken kann. Au, au, au. Ey, das fängt ja schon mal wieder super an. Let's get down. Könnt ihr mal probieren? Nee, das ist viel zu... Nee, ich rutsch da ab. Nein, 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 nein. Ich würde gern wissen, ob es da drüben weitergeht. Könnte ich hier bauen? Nein, 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 bleib da oben stehen. Nee, da rutsche ich ab. Nein! Das gibt's doch nicht. Aber ich glaube nicht, dass... wegen diesem Baum einfach. Was zur Hölle? So. Steig ein. Da stört jetzt das Licht. Vielleicht mit der besseren Schubdüse. Es würde mich halt schon jucken. Darüber zu kommen. Oh. Ich drehe am Rad. Ja, das Ding ist halt, ohne mich geht halt noch weniger. Keine Chance.
kommen halt auch nicht. Näher ran und höher rauf. Nein, nein, nein. Ah! So. Hopping out for some fresh air. Vielleicht wirklich, wenn wir die Schubdüse geupgradet haben, vielleicht. Nee. Oder es gibt noch einen anderen Weg rauf. Vielleicht ist hier halt gerade nicht der richtige Weg. Nee, rutsche ich auf beide Seiten ab. Na klar, dann rutschen wir ganz nach unten. Okay. So, egal. Wir schauen nochmal nach Hause. Ich ernte, falls es morgen schon fertig ist, das zu Hause mal. Und ansonsten würde ich tatsächlich gern schauen, ob man noch von einer anderen Seite rankommt. Oder ich baue mir lauter Konstruktionen, dass ich oben raufkomme. Da müsste ich schauen, ob das geht zu Hause. Ich bin hier komplett falsch, ne? Was ist denn los? So, jetzt. Ab nach Hause. Ich hoffe, die können wir heute ernten. Weil, wenn wir hier noch nicht weiterkommen, glaube ich, dass wir storytechnisch erstmal durch sind. Und irgendwas. Also hier steht zwar die Sprungfeder dabei, ich habe die aber irgendwie noch nicht freigeschaltet. Ich habe aber schon genug Fraktilbarren oder wie die heißen. Naja. Das ist halt alles noch nicht. Nee, das habe ich erst frisch angepflanzt. Die Gummibärlis sind auch noch nicht. Okay, aber warte mal. Wenn ich jetzt sage, so ein Schuppen. Auf dem Schuppen kann ich stehen. Der wäre schön flach. Das Problem an der Geschichte ist, da Schuppen wird teuer sein, ne? Hartholz und gelbes Glas. Wo habe ich mein ganzes Hartholz? Hier. Dann würde ich jetzt gern probieren, ob ich da oben noch was draufsetzen kann. Nee. Wenn das nicht geht, ist doof. Nothing like a good night's rest. Let's build something jaw-dropping. Jetzt hammer das. Jetzt haben wir die Sprungfeder. Alles klar, jetzt haben wir es freigeschalten. Das heißt, was brauche ich denn überhaupt alles? Für die Sprungfeder. Wo ist denn sie jetzt drin? Hier, ne? Da. Natürliche Spirale. Wo kriege ich denn die schon wieder her? Okay, hier. So, dann gehen wir mal ganz flott anpflanzen. So.
Häuser. Da habe ich 42 jetzt. So. Jetzt mal bei mir an. Passt. Und was haben wir noch? Fresh soil, neat seed. Ah ja, der Weizen. Der Weizen war hier. So, Wasser haben wir auf jeden Fall. Zu wenig. Ah, okay. Apropos. Oh. Alter. Puh. Was ist denn heute mit dem Mech los? Da dreht er komplett durch. Farblose Linse, Gummibären. Glühfrucht. Farblose Linse. Ich glaube, die müsste ich herstellen, ne? Farblose Linsen habe ich keine. Ich habe nur die blaue. Frag mich nicht. Eins. Brauche ich drei für, natürlich. Oh good. Ja. If it's not too much to ask. Mörzel und Gummibären. Gummibären habe ich genug. Mörzel habe ich nur 16, aber vielleicht geht es sich aus. Ja, Gummibären kannst haben. Mörzel kannst auch haben. So, was können wir. So, Blaupausen. Oh, da haben wir nicht mehr viel auf jeden Fall. 2515. Okay. Das war's. Mehr. Ja, mehr können wir uns nicht leisten. Einmal durch die Sensor. Ich glaube, dann haben wir hier alles. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Und 1, 2, 3. Sieht auch gut aus. Alles klar. So, schauen wir mal. 3 brauche ich halt von denen. Das ist schon. Okay, wir könnten aber mal schauen, ob wir alles andere haben. Pass auf. Leuchtblütenöl. Spiralrankenöl. Oh, Leuchtblütenöl habe ich zu wenig. Da habe ich auch Hartholz drinnen. Alles klar.
Leuchtblütenöl. Merzel, Honig. Spiralranken. Das ist jetzt ganz neu. Okay, machen wir mal. Und hier drinnen machen wir Leuchtblütenöl. Okay, da habe ich eh nichts. Das heißt, das Ganze dauert. Der Energiekern. Oh, ich könnte schon eine Sprungfeder machen. Energiekern habe ich keinen auf Lager, nehmen wir mit. Ein Springbrunnen. Aber mit der Sprungfeder sehe ich tatsächlich direkt nicht. Okay, das heißt, es ist zum Warten. Ich kann nichts aufeinander bauen, das geht mal nicht, außer ich hätte vielleicht irgendwas Gerades. Es ist halt, wenn ich jetzt sage, mir so ein Fass, könnte ich noch was drauf haben. Alles klar. Das heißt, ist schwierig da drauf zum Stehen auf jeden Fall. Dann suchen wir uns was anderes. Da würde ich nur Holz brauchen. Holzhammer. Jetzt bin ich überladen. Das geht also nicht. Warte. Weizen habe ich erst 111 beisammen. Ist zu wenig. Wieso bin ich denn so überfüllt? Oh, das Holz. Ich bin noch immer überladen. So, jetzt geht's aber. Alles klar. Also warte, wir gehen einfach hier so drüber. Und stellen wir einfach ein paar Tische aufeinander. Vielleicht sehen wir dann rüber. Da drüben muss ich hoch. Jetzt dachte ich schon, hä? Da ist ja irgendwas nicht richtig. Versuchen wir uns da jetzt eine Konstruktion zu bauen. Wäre witzig, wenn ich den mit Wasser abspritzen könnte. So, wir gehen hier hoch. Auf jeden Fall werden wir da ein bisschen was... Jetzt wäre ich fast gefallen. Ein bisschen was brauchen. Und ich denke, hier ist halt der kürzeste Weg irgendwie, ne? Außer ich komme hier hoch. Kann ich den Baum von hier wegschlagen? Geht sich natürlich nicht aus, aber ich kann da runter. Okay, ich versuche jetzt mal... Alter, was?
Der ist ja winzig, der Tisch. Also für ein Mech ist das mal nix. Nee, ist noch Mauer da. Jetzt sehen wir, es ist noch Mauer da. Wir kommen da leider noch nicht durch. Nee, das heißt, storytechnisch sind wir eigentlich so weit durch. Alles klar. Schade, das sieht man von hier gar nicht. Hier kann ich ja auch nichts machen, ne? Es gehört halt alles irgendwie zum Artefakt dazu. Ja gut, wenn das Ganze so ist, müssen wir auf jeden Fall aufs nächste Update warten. Sonst hilft uns das eh nichts. Sonst kommen wir erstmal auch nicht weiter. Würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, wir werden mit der heutigen Folge erstmal pausieren. So, machen wir direkt weiter. Und hier haben wir drin gehabt Leuchtblüten. So. Jetzt habe ich keine Spiralranken mehr. Ha, gut, das war vielleicht nicht so klug. So, ich krieg eine weitere Sprungfeder. Okay, ich brauche aber hier unten... Ja, das wird auf jeden Fall... Ja, habe ich aber noch 22. Ach so, weil das... Ich weiß nicht, wie das gerechnet wird. Aber gut. Alles klar, dann wissen wir Bescheid. So. Ja, das heißt, es ist eine Warterei. Ja. Soweit haben wir eigentlich eh... Ja. Wir haben halt nicht alles gebaut, ne? Ich finde auch, dass wir gar nicht alles brauchen. Der Springbrunnen wäre vielleicht noch cool. Oh Mann, dann geh doch weg. Wenn ich sag, wir bauen den hier hin. Oh, das sieht aber gut aus. Ja, sehe ich auf jeden Fall. Okay. Das sind wieder Spiralranken. So, wir kriegen eine weitere Sprungfeder. Ich bräuchte halt insgesamt 5. Aber Spiralrankenöl wird schwierig, obla, das fertig zu kriegen. ...36 braucht man da. Haben wir da auch neue Farbe freigeschaltet? Sieht jetzt nicht danach aus. Okay, ja gut, dann... ...werden wir das bei dem belassen. Die Nacht bricht gleich ein. Dann würde ich sagen, beend mal erstmal hier das Gameplay. Falls ich es nicht übersehe mit Lightyear, wenn das neue Update kommt,
werden wir auf jeden Fall weitermachen. Es ist ein sehr cooles Spiel. Würde mich auch noch total interessieren, was da alles noch dazu kommt. Alleine die Map ist noch nicht vollständig. Ob das die Piper jetzt ist oder ob das also ob man von dem Planeten oder von der Station kommen, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich am Anfang erzählt worden. Vielleicht kommen wir da auch irgendwie wieder zurück, ich weiß es nicht. Aber ja, wir haben es leider nicht ganz geschafft, die Schubdüse und Sprinttempo. Aber ja, es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, bis auf das Wegebauen. Aber auch das haben wir mittlerweile schon draußen. Ja, es kommt auf jeden Fall laufend Updates und ich bin gespannt, bis wann es weitergeht. Und dann würde ich sagen, erstmal beenden wir es hier. Ich sage vielen Dank für die, die dabei waren, die dazugekommen sind. Ja. Dann vielen Dank, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.